Mit der Datenschutzgrundverordnung habe ich gar nicht so viel zu tun gehabt, außer dass ich mir von allen Menschen Kritik anhören muss, wie verrückt die EU wieder mal ist, wo ich dann immer nur sagen kann, Leute, wir wollten es alle, dass unsere Daten geschützt sind, dass wir wissen, wo sie sind, dass das transparent gehandhabt wird. Und jetzt, wo es soweit ist, nach 2 Jahren Übergangszeit und nach 2 Jahren Zeit, das einzuführen, dann geht das Wehklagen los. Ganz besonders interessant finde ich das, wenn einem dann Anwaltskanzleien schreiben, wir schalten jetzt unsere Website ab. Also wenn Anwaltskanzleien nach 2 Jahren immer noch nicht wissen, wie sie das machen, tut mir das ehrlich gesagt ein bisschen leid, habe ich aber auch relativ wenig Mitleid. Ich bin froh, dass wir diese Datenschutzgrundverordnung jetzt haben. Wenn wir irgendwo was ausbessern müssen, weil wir halt vielleicht wirklich was nicht bedacht haben, kann man das immer noch machen. Aber ich denke, es ist gut, dass sie da ist. Ich spreche heute, nachdem ihr einen Tag über Mitbestimmung und Digitalisierung und Big Data verbracht habt, weiter nicht über Big Data und Digitalisierung in dem Sinne, sondern ich möchte den Weltall ein wenig näher bringen, weil es mag kurios klingen, ich bin nicht nur für Regionalförderung zuständig und damit im Moment auch ziemlich engagiert, also alles, was mit Sozialfonds und Europäischen Regionalfonds zu tun hat, das liegt in meinem Bereich und dafür bin ich jetzt auch zuständige Berichterstatterin, sondern ich bin im Ausschuss für Industrie, Telekommunikation, Forschung und Energie eben auch zuständig für Weltraum. Und Weltraum hat in der Tat einen sehr lokalen Bezug, wenn man genau hinguckt. Und ich selber habe im Bereich mit dieser Arbeit im Ausschuss, im ITRA-Ausschuss, dann auch die Berichterstattung zur europäischen Weltraumstrategie übernommen und habe in der Tat da erstmal angefangen zu lernen, was heißt eigentlich Weltraum für uns. Und ich denke, dass ich da auch eine Menge mitgenommen habe und ich hoffe, dass ich euch ein wenig davon erzählen kann. Jetzt, seit heute, bin ich Berichterstatterin auch für das Legislativpaket zur Weltraumpolitik, zu den Weltraumprogrammen und das wird mich dann im nächsten Dreivierteljahr, bis wir in den Wahlkampf gehen, dann eben auch in diesem Bereich begleiten. Ich persönlich habe immer eine Faszination für Weltraum empfunden und für Raumfahrt empfunden. Das geht wahrscheinlich allen so. Aber ich weiß eben auch, dass das Thema von den meisten irgendwie so fernab von irgendwas gesehen wird. Und was hat da Politik mit zu tun? Was interessiert das Bürgerinnen und Bürger? Ich bin jetzt vor kurzem von einem Herrn Professor angegriffen worden, ich solle mich doch mal um Themen kümmern, die die Leute wirklich interessieren und Weltall, was hat das mit den Leuten zu tun? Okay, muss man dann eben auch damit leben, aber ich habe mir halt wirklich viel angeguckt und es geht eben bei der europäischen Weltraumpolitik und bei den Weltraumprogrammen nicht um die Erforschung jetzt weit entfernter Planeten oder die Erkundung, wo der Ursprung des Lebens war, sondern es geht vor allem darum, wie wir die Möglichkeiten des Weltalls für unser tägliches Leben und eben natürlich auch für die europäische Wirtschaft nutzen können. Dazu muss man wissen, dass schon jetzt der Raumfahrtsektor eine große Rolle gerade für die deutsche Industrie spielt, für die deutsche Wirtschaft spielt. Der Umsatz in dieser Branche lag in Deutschland bei 2,9 Milliarden Euro und circa 9.000 Menschen sind jetzt schon direkt oder indirekt in diesem Bereich beschäftigt. Das ist gar nicht so wenig. Zudem profitiert die Industrie auch noch indirekt, denn durch die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich wird Querschnittswissen geschaffen, von dem die gesamte deutsche Industrie profitiert. Materialerkundung, Materialentwicklung dürfte bei der IGBCE kein Fremdwort sein. Der Grundsatz des konkreten Nutzens für die Bürgerinnen und Bürger und die europäische Wirtschaft spiegelt sich in den beiden Hauptprogrammen Galileo und Copernicus wider. Beide Systeme befinden sich seit Jahren
erfolgreich in Betrieb, werden aber bis zur endgültigen Fertigstellung auch noch um weitere Satelliten ergänzt. Galileo, das wisst ihr, sendet Navigationssignale aus und besteht aus bisher 22 Satelliten. Die nächste Rakete wird im Übrigen in einem reichlichen Monat gestartet. Dort werden 4 weitere Galileo-Satelliten in den Raum befördert. Und wie das immer so passiert, werden die gestartet von Französisch-Guyana. Da habe ich das erste Mal gelernt, wie hilfreich es ist, eine so weit entlegene Region auf dieser Erde zur Europäischen Union gehörig zu haben, weil dort, das ist ja in der Nähe vom Äquator, ist die Abschusskurve, die man da mit den Raketen erreichen kann, fast ideal. Sowas hätten wir in Europa nicht zu bieten. Also ein absoluter Standortvorteil, den die Europäische Union da hat. Und das Galileo-Signal macht Europa, also am Anfang, als wir das gesagt haben, wir wollen uns unabhängig machen vom amerikanischen GPS-Signal, was ja ganz eindeutig auch zu Verteidigungszwecken genutzt wird und was im Grunde genommen auch jeden Tag abgeschaltet werden kann, wenn es im Rahmen der nationalen Sicherheit läuft. Als wir das am Anfang so gesagt haben, haben wir uns eigentlich nicht vorstellen können, dass so ein Fall tatsächlich mal eintreten könnte. Jetzt mit Herrn Trump als Präsidenten ist sogar das möglich. Deswegen nochmal, das war eine gute Entscheidung, dass wir dieses unabhängige System entwickelt haben, wo für unsere Kundinnen und Kunden, Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich eine genauere Navigation möglich wird, wo Rettungseinsätze vereinfacht werden können und. Und ich denke, das ist wichtig. Das Programm Copernicus wiederum dient der Erdbeobachtung und besteht bisher aus 7 Satelliten. Und die von Copernicus gesammelten Daten können wirklich auf die vielfältigste Art und Weise genutzt werden. Durch die hohe Genauigkeit kann man helfen, bis hin in eine Stadt Verkehrsaufkommen zu kontrollieren, Verkehrswege dann eben auch zu managen, die CO2-Emissionen zu beobachten, in der Landwirtschaft präzise und ressourcenschonende Hinweise zu geben. Also man kann feststellen, ob zu viel Wasser da ist, zu wenig Dünger da ist, ob Schädlingsbefall da ist, wie weit der Reifegrad auf den Feldern ist. Alles Dinge, die ich mir gar nicht wirklich vorstellen konnte, die aber wirklich möglich sind und die noch viel stärker als bisher genutzt werden können. Ich glaube, die Weinbauern nutzen das schon sehr häufig, dass sie auf solche Daten zurückgreifen und tatsächlich das sehr konkret nutzen können. Und vor allen Dingen, die Daten sind ja kostenlos. Das muss man ja auch wissen. Das ist mit öffentlichen Geldern finanziert und deswegen stehen diese Daten auch wirklich jedem und jeder zur Verfügung. Und damit kann man eben auch im Rahmen von Flüchtlingsbewegung gucken. Im Grunde genommen können wir die Daten nutzen und gucken, wo auf dem Mittelmeer Boote oder irgendwelche Gefährten mit Flüchtlingen sind, die man dann vielleicht retten muss, wenn dann der Bedarf entsprechend da ist, dass die Hilfe brauchen. Oder man kann eben wirklich sehr deutlich sehen, wo Luftemissionen eingebracht werden und wo man eben aufpassen muss, wenn man den Klimazielen folgen will, dass man eben dort oder dort tätig sein muss. Man kann auch bei Umweltkatastrophen wie Bränden oder Stürmen oder Überflutungen Unterstützung geben. Es war die US-Behörden, die bei dem Tropensturm Harvey letztes Jahr Copernicus-Daten genutzt haben, um zu gucken, wie der Sturm wandert und welche Stärke da entwickelt wird. Und kurz danach gab es einen weiteren Sturm, wo das eben ebenfalls genutzt worden ist. Also wir können da auch Drittländern helfen, auch den USA. Und ein interessantes Beispiel, ihr kennt ja alle die große Brücke, die von Dänemark nach Schweden führt. Beim Bau dieser Brücke wurden ebenfalls Copernicus-Daten genutzt, weil man da sehr genau überwachen konnte, dass die auch wirklich millimetergenau dann aufeinandertreffen und nicht irgendwie die beiden Enden aneinander vorbeilaufen. Ja, das sind alles so Sachen, auf die wäre ich früher nicht gekommen, dass das alles durch europäische Satelliten unterstützt wird. Und von daher zeigt sich da wirklich sehr deutlich, dass das nicht weit weg von unserer Lebenswirklichkeit ist, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen Fantasie hat, wie man das eigentlich dann noch weiter nutzen könnte.
Aber das ist eben auch der Punkt. Die Daten werden eigentlich im Moment noch viel zu wenig genutzt. Wir müssen viel mehr entwickeln, dass es solche wirtschaftsnahe Anwendungen gibt, dass, also im europäischen Deutsch würden wir jetzt sagen, dass E-Government besser werden muss. Also das heißt, dass unsere Verwaltungen auch tatsächlich die Daten, die dort zur Verfügung stehen, anfangen, in ihren Köpfen mitzudenken, was es da alles gibt und was man damit machen könnte. Ich will gar nicht davon reden, dass man dann eben auch im Bereich der Digitalisierung viel stärker eben auch auf diese Daten aus dem Weltraum zurückgreifen könnte. Und dass man mit Hilfe der Satelliten auch in Gegenden, wo das im Moment noch nicht so möglich ist, weil vielleicht nicht erschlossen, ländliche Gegenden, abseits gelegene Gegenden, in Bergen beispielsweise, man kann das schnelle Internet via Satellit in die Gegenden bringen. Und das wäre ja mal für die Telekom ein wirklich moderner, revolutionärer Ansatz, neue Technologien zu nutzen. Die Telekom ist da manchmal ein bisschen hinterherhinkend und basiert immer noch auf ihrem Kupfer, zumindest bis zum Verbraucher. Und ich denke, ein Beispiel ist eben auch, dass man die Luftverschmutzung messen kann. Ich glaube, dass zum Beispiel Städte durchaus überwacht werden könnten wegen Feinstaubbelastung. Oder hier in Brüssel, ich weiß nicht, wer von euch ab und zu mal in Brüssel ist, da gibt es auch ohne Feinstaub regelmäßig hohe Smogbelastung. Das kann man messen und man kann es eben auch in die Lenkung von Verkehrsströmen mit einbeziehen. Dazu braucht man natürlich auch ein sogenanntes smartes Verkehrssystem. Das heißt auf gut Deutsch ein intelligentes. Ich merke immer, dass wir manchmal in Sprachen reden, die kein Mensch versteht. Deswegen übe ich gerade mal bei euch. Bei euch darf ich das dann auch mal im Sprechen, die deutsche Sprache noch mal neu zu erfinden oder wieder zu entdecken. Wir sind bei der Finanzierung von Galileo und Copernicus darauf angewiesen, dass die Mitgliedstaaten das auch finanzieren. Und deswegen müssen wir auch immer gucken, dass wir den Mitgliedstaaten Angebote machen, wie das eigentlich in der Wirtschaft nutzbar ist. Ich finde, ein klasse Beispiel, ist hier irgendjemand aus Bremen? Nee. Naja. Könnte ich jetzt sagen, es liegt gleich nebenan, aber irgendwer ist ja schon mal in Bremen angekommen. Und ich finde, wie man da begrüßt wird in der Weltraumstadt Bremen, ist eigentlich klasse. Also zumindest auf dem Flughafen. Bremen ist das Zentrum deutscher Weltraumtechnik. Dort werden Satelliten gebaut, dort wird geforscht, da wird alles Mögliche gemacht, da werden Materialforschungsinstitute eröffnet, da wird experimentiert und gemacht und gemacht. Bremen hat damit einen Wirtschaftsstandort kreiert, wo ich sagen könnte, warum haben wir denn das nur in Bremen? Das lässt sich also wirklich ausbauen und was dort gemacht wird, wenn wirklich alle Akteure an einem Strang ziehen, ist wirklich hervorragend. In Sachsen konnte ich in Dresden noch niemanden überzeugen, vielleicht an alte Traditionen anzuknüpfen und das alte Luftfahrzentrum in Dresden ein bisschen zu reaktivieren und auch im Bereich Weltraumtechnik zu investieren. Aber vielleicht gibt's ja hier Hannover könnte ich mir durchaus vorstellen als ein Standort, andere Ideen, wo man das voranbringen kann. Ich glaube, es ist in der Tat eine Zukunftstechnologie. Wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht und nicht in die Zukunft guckt, sondern wie es jetzt ist und wie es in den vergangenen Jahren war, ist Weltraumpolitik, der Bereich Weltraum auch ein Bereich, wo über Grenzen jeglicher Art hinweg international zusammengearbeitet wird. Ich hatte die Gelegenheit, bei einem so einem Satellitenstart in Französisch-Guyana dabei zu sein. Und dort gibt es auch eine Abschussrampe der Russen, die dort Soyuz-Raketen ab und zu hochschicken. Und das war für mich so Anlass. Das war nämlich zu Zeiten, wo wir gerade die Sanktionen gegen Russland sowas von verschärft haben, dass eigentlich kaum eine Zusammenarbeit noch möglich war. Im Bereich Weltraum gab es diese Zusammenarbeit immer. Und die gibt es auch mit China, die gibt es mit Kanada, die gibt es mit den Vereinigten Staaten, die gibt es mit vielen Playern in der Welt. Und das ist so
eine der Politiken, die wirklich Politik, Ländergrenzen, Kulturräume, alles übergreifend zusammenbündelt, um für alle Beteiligten wirklich was herauszuholen, es sei denn, es geht um die nationale Sicherheit. Aber das wusstet ihr ja schon. Wir haben als Europäische Union seit dem Vertrag von Lissabon auch tatsächlich die direkte Zuständigkeit, sodass wir jetzt also auch bei der Finanzierung von Galileo und Copernicus direkt auf den EU-Haushalt zugreifen können. Wir müssen natürlich immer sicherstellen, dass da genug Geld drin ist, was im Moment gerade ein bisschen schwierig ist. Aber es ist nicht mehr so eine intergouvernementale Zusammenarbeit, wo dann wirklich die Mitgliedstaaten, die da mitmachen, sich darum kümmern müssen, dass das auch finanziert wird. Ich sage das deshalb, weil wenn man glaubt, dass man jetzt die restlichen fehlenden Satelliten hochgeschossen hat, das ist es dann und dann braucht man nicht weiter zu finanzieren. So ein Satellit hat eine begrenzte Lebensdauer und so nach 25, 30 Jahren muss man da wieder nachrüsten und dann fängt das Ganze mindestens dann von vorne wieder an. Das ist also eine stetige Aufgabe, die uns da ins Haus steht. Es gibt auch was ganz Gefährliches bei Weltraumpolitik, das ist nicht ohne und in der Tat noch nicht gelöst, das ist nämlich das Problem des Weltraumschrotts. Und das ist eben nicht nur, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, es sind nicht nur die großen Satelliten, die dann irgendwann wieder in die Umlaufbahn kommen und immer tiefer sinken und wo dann irgendwann auch mal was abstürzt oder wo auch was kaputt geht und in tausende kleinere Teile zerfällt und wo dann ab und zu auch mal tatsächlich was auf der Erde landet, das meiste verglüht im Moment, aber die Gefahr von solchen herumschwirrenden Schrottteilen, die ist besonders groß für die Satelliten, die da noch oben sind. Also da sind wir in der Tat, weil wir noch kein eigenes europäisches System haben, von den USA abhängig, dass die, falls die sowas entdecken, das was auf Kollisionskurs mit unseren Satelliten ist, dass die uns das gnädigerweise dann mitteilen. Bis jetzt haben sie es immer noch gemacht. Es gab noch keine Katastrophe, kann aber auch mal anders ausgehen. Also das ist wirklich ein Problem. Und dann gibt es immer mehr kleinere Wettersatelliten, die mittlerweile von allen möglichen auch Forschungseinrichtungen hochgeschickt werden. Ich habe keine Ahnung, wann irgendwann die ersten Drohnen auch oben sind. Das klingt verrückt. Und das Problem ist, ich kann sie auch nicht einfach zerstören oder irgendwie atomisieren oder so, weil selbst kleinste Schrottteile wirklich große Wirkungen entfalten können. Und im Grunde genommen müsste man wirklich wie mit so einem überdimensionalen Staubsauger den Schrott einsammeln und entsorgen. Das könnt ihr euch vorstellen, kostet wahnsinnig viel Geld. Wer dafür die Geldquelle aufmacht oder eine Geschäftsidee hat, hat zumindest ein wirklich gutes Geschäft. Im Moment sind in der Tat 30.000 Schrottteile, die größer als 10 Zentimeter sind, oben unterwegs und etwa 700.000 Teile zwischen 1 Zentimeter und 10 Zentimeter. Also das ist wirklich eine enorme Zahl. Wenn man hochguckt, sieht man es nicht. Ist auch vielleicht ganz gut so. Aber das ist ein Problem, das wir wirklich in Angriff nehmen müssen, um auch da eine nachhaltige Weltraumnutzung möglich zu machen. Interessanterweise seid ihr sowas von aktuell mit dem Thema Weltraum, weil in den letzten 2 Wochen hat sich eine Dynamik um den Brexit und Weltraum aufgetan, die hochinteressant ist. Bislang hat natürlich Großbritannien sowohl an der Finanzierung mitgewirkt, wie auch an allen Forschungsprogrammen im Bereich Weltraumpolitik, ist an der Nutzung der Galileo-Signale beteiligt und. Mit dem Brexit wird das schwierig. Mit dem Brexit kann natürlich das Vereinigte Königreich auch weiterhin aufs Galileo-Signal zugreifen für die Navigation, kann auch die Copernicus-Daten nutzen, aber alles, erstens mal können sie nicht mehr mitentscheiden und zweitens mal alles, was sicherheitsrelevant ist, geht auch nicht. Das geht von den Verträgen her schon nicht. Und wenn wir jetzt für Großbritannien so eine Extrawurst einführen würden, dann würde Norwegen, die schon seit vielen, vielen Jahren in diesem Wirtschaftsraum arbeiten, auch finanzieren in diese Galileo-Systeme und Copernicus,
die aber auch noch nie entscheiden durften oder mitentscheiden durften bei sicherheitsrelevanten Entscheidungen, die würden dann schlechter gestellt werden als Großbritannien, was dann auch nur noch ein Drittstaat ist. Und wo, ihr habt das vielleicht auch in den Medien mitgekriegt, wo auf einmal wirklich die Wellen hochschlagen, voll Empörung, wie das haben wir uns so nicht gewünscht. Da kann ich dann aber nur sagen, ja, man hätte vorher überlegen müssen, ob man den Weg geht, aus der Europäischen Union auszutreten. Wir können auch nicht jetzt anfangen, auch nicht im Bereich Weltraumpolitik zu sagen, wir machen das alles für Großbritannien extra, weil dann fängt die Rosinenpickerei in der Europäischen Union an und ich weiß nicht, wer dann der nächste Kandidat ist. Ich will gar nicht drüber nachdenken, wie die Situation im Moment in Italien aussieht. Ist schwierig. So, ich hoffe, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir irgendeinen Weg finden. Ich habe ja immer, ehrlich gesagt, immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass irgendjemand erkennt, dass das Unsinn war und vielleicht das Ganze doch noch abgewendet werden kann. Hoffnung stirbt zuletzt, aber na gut. Ich habe mich ein bisschen verplappert jetzt, habt ihr ja jetzt auch gemerkt. Was ich eigentlich an den vielen Beispielen sagen wollte, ist, dass Weltraumpolitik wirklich als ein grundsätzliches Element auch angesehen werden kann, Industrie zu modernisieren, dass wir da ein Stück Zukunftsfähigkeit transportieren können, dass wir als Deutschland, als deutscher Mitgliedstaat, da auch eine gute Chance haben, richtig weit vorne mitzuspielen, dass da aber auch alle mitmachen müssen, weil ich kann nicht mit hohen Kosten, mit hohen Aufwendungen Dinge entwickeln, die da niemand nutzt. Sie müssen auch irgendwo in der Wirtschaft ankommen und da kann ich nur sagen, dass ich da schon davon überzeugt bin, dass da ein Stückchen Enthusiasmus da sein muss, um sowas völlig Neues in Amtsstuben auf der einen Seite, aber auch in Unternehmen auf der anderen Seite einzubringen. Man hört's ja, ich bin aus Sachsen, habe also die Marktwirtschaft nicht mit der Muttermilch eingenommen, hatte so meine Vorstellung, wie Marktwirtschaft funktioniert, aber die Marktwirtschaft ähnelt ja manchmal unserer Planwirtschaft mehr, als einem lieb sein kann. Und so die Idee, dass man mit einer neuen Geschäftsidee wirklich auch in Wirtschaft geht, die zuckelt manchmal träge hinter CEOs hinterher. Und da wünschte ich mir einfach noch ein bisschen mehr Enthusiasmus, dieses komische Feld Weltraumpolitik, Weltraumindustrie und die Anwendungsmöglichkeiten ein Stückchen stärker zu nutzen. Ich glaube, dass wir da gute Chancen haben und ich hoffe, dass mit dem Start morgen von Herrn Kerst in den Weltall wirklich auch nochmal wieder ein neues Signal ausgeht, dass da was wirklich mit Händen greifbar ist. Das muss aber dann auch gefolgt werden von der Kommunikation, was das eigentlich alles bringen kann. Und ich denke, wenn man die Zahlen, Deutschland ist es schon ganz schön, aber wenn man die europäischen Zahlen anguckt, dass da nämlich in der ganzen gesamten Europäischen Union mittlerweile 230.000 Arbeitsplätze von abhängen, das ist schon eine Hausnummer. Wenn dann bei uns nur so relativ wenig da sind, da kann ich dann nur sagen, okay, wir sollten den Anschluss da nicht verpassen. Und jetzt noch ein Appell, den ich an der Stelle wirklich loswerden muss. Das ist auch dazu geeignet, dass sich Frauen begeistern können. Im Moment, wenn ich mit Weltraumpolitik zu tun habe, begegne gerne Herren. Aber wenn es zu viel ist, ist es zu viel. da ist noch Luft nach oben, dass sich auch Frauen, junge Mädchen in diesem Bereich auch von der Ausbildung her engagieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr da ein Stückchen auch Werbung machen könnt in euren Bereichen. Manchmal ist Weltraumpolitik und Weltraumindustrie wirklich näher, als man manchmal denkt. Wir haben
trotz der schwierigen Verhandlungen jetzt um den Haushalt der nächsten 7 Jahre durchgesetzt oder durchsetzen können, zumindest bis jetzt, dass Weltraumpolitik stärker finanziert wird, stärker im Budget ist. Ich denke, da kann man einiges mehr machen, als wir es jetzt gemacht haben. Wir versuchen auch, den Weg einzuschlagen, der vielleicht nicht auf alle Unterstützung trifft, sondern auch diesen, wir sagen, Dual User, also die Möglichkeit, nicht nur, wir machen zivile Raumfahrtprogramme, aber dass es auch für den sicherheitstechnischen Bereich, den Verteidigungsbereich genutzt werden kann. Ich finde, das sollte man zulassen, weil ich mir dann vorstellen könnte, dass eben auch Geldquellen erschlossen werden, die es sonst nicht gäbe. Für Galileo gibt es heute schon einen Bereich, das sogenannte PSR-Signal, was ausschließlich für den Verteidigungsbereich genutzt wird. Das ist dann halt ein besonders geschütztes Signal, wo nicht jeder rankommt und wo jetzt auch kein Krieg mit angefangen wird, aber wo Truppenbewegungen und Ähnliches überwacht werden können. Und ich finde, das ist so schlecht nicht. Das sollten wir auch weitergehen. Und ich hoffe, dass dann irgendwann es auch möglich wird, wirklich mit wirtschaftlichen Anwendungen in der Europäischen Union ein Stückchen mehr Geld verdient werden kann mit Galileo und Copernicus, sodass der Mehrwert eben nicht nur im Enthusiasmus und in der Begeisterung liegt, sondern tatsächlich sich auch für Unternehmen und damit auch in Arbeitsplätzen rechnet. Ich denke, wir haben viele Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt. Wir haben nachgewiesen, dass es keine Geldverschwendung ist. Und ich glaube, selbst aus den misslungenen Versuchen, es sind ja auch schon europäische Satelliten nicht in der Laufbahn gelandet, wo sie eigentlich landen sollten, selbst damit kann man noch Profit für Forschung schlagen. Wir wissen jetzt einiges mehr über das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren von Atomuhren, was ein sehr wichtiger Aspekt bei dem Ausschicken von Satelliten ist. Ansonsten habe ich wirklich gelernt, Satelliten ins All zu schicken, ist, egal wie viel Erfahrung man hat, immer ein Risiko. Es kann in letzter Sekunde noch irgendwo was passieren. Es kann, was weiß ich, ein Schmetterling auf der Startbahn unterwegs sein, also der dann irgendwas beeinflusst. Es ist immer noch ein Abenteuer. Es ist nicht so, dass das hundertprozentig sicher ist. Das ist immer noch eine Herausforderung. Und ich finde, Menschen müssen immer neugierig bleiben, um sich solchen Herausforderungen zu stellen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr die Botschaft mit nach Hause nehmt, ein Stückchen weitergebt, ein Stückchen Optimismus unter die Menschen bringt und sagt, guck mal, da oben schwirrt jetzt gerade einer rum, der ist aus Deutschland, das ist einer von uns. Und vielleicht wenigstens ein bisschen so viel Enthusiasmus, so ein Bruchteil wie in den bestehenden nächsten Wochen, wenn wir wieder darum kämpfen, Weltmeister zu werden. Ich wünsche uns das. Danke.